Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Friedrich Marsch. Wir werden jetzt weiterhin Gras aufsehen und pflügen. Und wir werden einen Start klar machen, um Gras zu mähen auf den Wiesen. Wiese. Das war Wiese Nummer 25 und 21. Müsste eigentlich reif sein. Jups, und 27 haben wir auch. Und überlege ich mir, ob ich da nicht besser mir ein Gerät ausleihe und das im 1 mache. Also mit Groppern und Quatsch hier mit. Aber wiederum haben wir genug Traktoren, ne? Und mal schauen, wo das Ding haben. Da Düngerstreuer. Da ist die Ballenpresse. Da haben wir einen Traktor. Oder habe ich die Dinger verkauft? Gute Frage, ne? Das ist so ein Thema Mähwerke. Wenn ich Mähwerke nicht mehr habe, dann kann ich mir sowas ausleihen. Habe ich die verkauft? Oder stehen die hier im Wald? Den Wald kann ich gebrauchen. Nö, sind verschwunden. Gucken wir mal hier ganz kurz. Garage. Nee. Haben wir nicht mehr. Gut, dann gehen wir gleich auf volle Leistung. Da ist die Mieten. Und zurück. Er hat einen Drehraumbomb. Ja, es kommt halt vor, wenn man halt bewahren, ne? Schon deswegen. Tut sich schwer. Schauen wir mal. Ob jetzt in eine Reihe kommt. Hoffen wir das Beste. Das wäre nämlich rein blöd. Der kommt klar. Denke ich mal. Und hier werden wir gleich beigehen und die ersten Ballen pressen. Tut es schwach. So, hoffentlich bald wieder Regen. Sehe ich mich über Wolken. Aber Gras wäre nicht so tragisch. Gras geht trotzdem. Das alle andere haben wir immer nicht. Gut, fangen wir gleich mal an der ersten Wiese an.
vorbeigefahren fast. So. Wenn wir gleich die Wiese 2 nehmen. Ja. Ich habe wieder keinen Start gedrückt. Ja. Typisch. Schauen wir gleich, was er hinkriegt hier. 17 Minuten dafür. Das ist der Top. Machen wir Dünger klar. Dünger ist wichtig. Dass wir gleich im Anschluss düngen können. Auffüllen. Kleine wendige Fahrer zum Düngen. Besser bei die großen. Der Anhänger. Dann werden wir den Anhänger gleich neben der Bega einstellen. In den Fahrsilo. Hier, die Summe Garage könnte Probleme bereiten. Zum Beispiel. Gebäude, die es schon alle sitzen gab, die könnten theoretisch dann Probleme bereiten. Theoretisch. Vielleicht auch die Silos. Das weiß ich nicht. Schließe ich mal nicht aus. Die BGA ist ja von 17er, glaube ich. Von 19er. Einige Gebäude, wie oben links, hinter dem Haus, könnte auch von 17er sein. Bei mir wäre es recht, wenn man die immer gelöschen würde. Man kann die ja dann nach und nach ersetzen. So, mal die Silos, die Lage ballen und dann muss ich mal sehen, oh, ist auch Gras drin, könnte man glaube ich kaufen, so. Müssen wir schauen, dass wir jetzt zu rechten Zeiten ausgesehen bekommen. Naja, naja, bis 10 Uhr nachts können wir arbeiten. Sollte kein Problem sein. Solange wir halbwegs sehen können, können wir arbeiten. Habe ich Ballengröße, Spezialgröße? Ja, gibt es ja auch, ne? So ein Mod hier mit bis 20k. So. Wo stellen wir die am besten hin? Komm noch ein. Ich weiß. Vielleicht geht es sogar auf den Fettemetplatz. Vielleicht. Mal schauen.
Und welch bist du? So, ich wollte erstmal bereitstellen. Arbeite. Dreh den Kreis. Entweder kommt der Traktor nicht mehr klar oder umgekehrt. Der Messer Ferguson hat kein Problem gehabt. So, mal gucken nach den Pfeilen. Dass der Wenderadius so klein ist. Ich hoffe, die Aufnahmequalität passt. Ton etc. Hat der Kai drinne? Na, kriege ich nicht voll. Schade. So, dann mal schauen, was die Sonnenblumen für einen Wert bringen. 1003, also wenig. 1002. Geizig. Na, dann bleiben wir mal stehen. Ach, wir wollen die BGA kaufen. Zum Hafen. Was könnten die großen Ballen sein? Mit zwei BGAs können wir noch mehr Geld verdienen. Warum wackeln die nur so? Liegt es am Hänger? Liegt es am LKW? Ich weiß es nicht. Original LKW kribbelt auch. Böse, böse, böse. Der macht hier nur so eine Kurven rein. Ja, hier Bäckerei ist auch von 17er, glaube ich. Ja, das wird ungünstig, ne? Produktion an sich gibt es ja schon neu. Im Grunde die Verkaufspunkte, muss man dann. Oh, hier die Hecke zum Beispiel. Die Hecke würde nur eine hässliche Textur ergeben, so mit weißen Fahnen so ähnlich. Aber im Grunde die Sachen, die aus 17 genommen wurden, die sind, machen Probleme. Aber im Grunde brauchen alle Hallen diese Maske, in Anführungszeichen, gegen Schnee. Sonst sind die Hallen auch nicht ready. Das heißt, ja, platzierbare Objekte, die dafür nicht vorbereitet sind, funktionieren auch nicht. Schlecht. Was kostet die BGH? Das Land? Ja, haben wir nicht. Muss ich mal schauen, ob wir noch ein Lager haben.
da müssen wir heute noch ein bisschen was loswerden, ne, an unserer Silage, die wir gerade machen. Ja, wenn er leer ist, dann macht er weniger Probleme, ne? Tuck, 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 tuck. Oh, da bremst du sofort. Gas weg. Steht. Schauen wir mal, wie es aussieht. So, kurzerhand. Schauen wir mal, was wir alles drin haben. Im Lager. Viel kann es nicht sein. Raps. Ja. Tja. Macht Kursplay-Probleme, sag ich nur. Gut schauen, Pfeile. Pfeile, Pfeile. Ja, und da war ist der Wenderad so kurz. Ja, 10.000. Düngen noch nicht. Fahren wir ein paar Ballen gleich in die Aufladen. Damit die nicht im Wege stehen, beim Wenden her. So. Armbeam. Und da richte diese Ballen hier, die rumliegen, so sinnlos. Kleinen Ballen, 10.000. Dann kriegst du dann können wir noch leicht düngen her. Sehe schon wieder, mal Probleme. Ein Problem könnte sein, dass ich einen anderen Traktor eingefahren habe. Na ja, gut. Das können wir nicht ändern. So. Na, das klappt noch, wie das aussieht.
So, meine Freunde und Abschnitt, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Ich sage schon mal Danke. Natürlich freue ich mich auch über ein Wiedersehen. Zum Morgen zur neuen Folge. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Und ciao, ciao. Bis dann. Ciao.